Und wenn Sie sich einmal vor Augen führen, wie groß die Macht Ihrer Vorstellung ist, dann sehen Sie das beim Wolkenauflösen. Das war für mich das Beeindruckendste, dass irgendwann, ich habe es ja schon oft erzählt, irgendwann ging ich also mit meinem damaligen Mentor spazieren und auf einmal sagt er, löst mal da eine Wolke auf. Ich sagte, wie soll ich das denn machen? Er sagt, ja, frag mich lange, löse sie auf. Er sagt, ich weiß nicht, kann doch nicht sagen, huhuhu, verschwinde oder was. Ich spreche nicht Wolkisch, ich weiß gar nicht, ob die mich versteht. Und selbst wenn die mich versteht, warum sollte die auf mich hören? Und verschwinden, verschwinden heißt ja, muss sich ja auflösen. Die ist ja dann weg. Die kann ja nicht woanders hingehen. Also, dann sagt er, okay, such dir eine aus. Ja, es war so ein wolkenreicher Himmel, also waren viele da. Ich habe mir dann schon eine ordentliche ausgesucht für ihn. Habe gesagt, die da drüben, zweite von links. Dann hat er so eine Minute hingeguckt und ich merkte, die Wolke wurde immer durchsichtiger. Und auf einmal sagt er, da ist gar keine Wolke mehr. Sagt er so, und jetzt du. Ja. Ich wusste immer noch nicht richtig, wie man es macht, aber ich habe gesehen, dass es geht. Also, dann hat er mir den einen Satz gesagt, der mir geholfen hat, wie man das macht. Er hat gesagt, schau einfach dorthin, wo die Wolke ist und sieh an ihrer Stelle blauen Himmel. Ja, da ist gar keine Wolke. In deiner Vorstellung ist dort an der Stelle blauer Himmel. Cool, das hat bei mir vielleicht 3 Minuten gedauert, aber dann war die Wolke weg. Und dann kam der Verstand und sagt, ja, was war das denn? Das war Zufall, die haben sich sowieso gerade aufgelöst. Dann habe ich gleich nochmal gemacht, weil ich sage, das muss ich probieren. Also nehme ich die da drüben mal, dann war die auch weg. Ich habe gesagt, ja, aber wie geht das? Wie kommuniziert man denn? Und dann hat er mir auch eine Erklärung gegeben, er hat gesagt, die ganze Schöpfung besteht nur aus Energie. Alles ist ein Energiefeld. Heute würden Wissenschaftler sagen, ein Quantenfeld. Und dieses Quantenfeld hat noch keine Struktur. Oder hat die Struktur, die bisher eben gegeben wurde, Wolke zum Beispiel. Und jetzt geben sie in dieses Energiefeld rein, da ist keine Wolke, da ist blauer Himmel. Und dann ist in so kurzer Zeit, ein paar Minuten, ist da blauer Himmel. Und dann sehen Sie, ich meine, inzwischen habe ich das oft gemacht, Sie wissen, es klappt jedes Mal. Und jedes Mal sagt der Verstand, wie soll das denn gehen? Woher weiß die Wolke, was ich will? Und warum macht sie das, was ich will? Also hier geht es darum, dass Sie sehen, die Schöpfung ist reine Energie und nimmt die Gestalt an, die ein Schöpfer ihr gibt, aus. Sie sind ein Schöpfer und Sie können schöpfen, wenn Sie davon Gebrauch machen. Wenn Sie aber auf Ihren Verstand hören, der an Zufall glaubt, und dann sagen wir, schauen wir mal, was kommt. Dann sagt das Leben, wie, schauen wir mal, was kommt. Du setzt dich doch auch nicht ins Auto, fasst das Lenkrad nicht an, machst einen Gang rein und sagst, gucken wir mal, wo das hinfährt. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, was da passiert. Bei der nächsten Kurve legen Sie den Straßengraben. Und so leben viele Menschen. Ja, es passiert halt. Ja, kann man nichts machen. Und